Hi Leute, heute zeige ich euch, wie man baut eine kleine Kanone, mit der man auch kann schießen. Da wir nicht in der Ukraine leben, sondern in der Technologieregion Deutschland, verwenden wir statt der Zündschnur einen elektronischen Zünder. Wir benötigen ein wenig Holz, ein Alurohr und eine Zündkerze wie im Modellbau. Bei 6 cm malen wir einen Strich auf das Alurohr und schneiden es dort ab. Jetzt feilen wir die Enden, damit sie gerade sind, und entgraten das Loch. Die Zündkerze und das Innere des Rohrs bestreichen wir großzügig mit Lötfett bzw. Flusspaste. Die Zündkerze in das Rohr stecken und den Gasbrenner starten. Das Rohr wird nun gleichmäßig erhitzt und die Zündkerze mit Lötzinn festgelötet. Damit die Kanone schön aussieht, putzen wir sie nun mit der Drahtbürste. Jetzt beginnt die Holzarbeit. Bei ca. 4 cm machen wir einen Strich und schneiden das Holz an dieser Stelle ab. Mit einem Bleistift markieren wir uns die Stelle, an der unser Kanonenrohr sitzen wird. Mit einem Schnitzmesser oder Stemmeisen schneiden wir vorsichtig das Holz aus, bis unser Kanonenrohr perfekt hineinpasst. Von einem alten Fädenstiel schneiden wir vorsichtig 4 dünne Scheiben ab. Die Schnittstellen begradigen wir mit Schleifpapier. Danach schleifen wir den Durchmesser so, dass wir 2 große und 2 kleine Scheiben erhalten. Mit einem kleinen Bohrer bohren wir mittig in jede Scheibe ein Loch. Mit einer Blechschere schneiden wir von einer alten Dose 2 schmale Streifen ab. Mit einem Nagel lochen wir das Blech an der Stelle, wo später das Rad hinkommt. Jetzt schrauben wir kleine Schrauben, die etwa 5 mm überstehen, in die Räder und befestigen die Räder zusammen mit den Blechstreifen an der Kanone. Nun benötigen wir 2 Kabel. Wir verzinnen die Enden der Kabel und verlöten eines davon am Gehäuse der Kanone und eines davon am Pin der Glühkerze. Das braune Kabel verlöten wir nun wie hier gezeigt am Schalter. Auf der anderen Seite des Schalters löten wir einen Batteriehalter mit 2 AA-Batterien an. Das blaue Kabel verlöten wir mit dem anderen Kontakt des Batteriehalters. Jetzt können wir den elektronischen Zünder testen. Wenn wir den Schalter betätigen, fängt die Glühkerze an zu leuchten. Mannschaft, ladet die Kanonen! Dazu entfernen wir den Schwefel von ein paar Streichhölzern, drücken diesen klein und füllen ihn in die Kanone ein. Darauf achten, dass die Glühkerze ausgeschaltet ist. Zuerst testen wir kurz ohne Munition, ob die Kanone funktioniert. Wenn dies erfolgreich war, füllen wir sie wieder mit Schwefel und können ein Stück Papier als Munition verwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, spielt auf keinen Fall mit Waffen, denn das ist viel zu gefährlich.